Kolasinac ist ein absoluter G. De Rossi geht nach Buenos Aires. Baumgartel verlässt den VfB Stuttgart und Magenta Sport hat ein Gewinnspiel für euch. Das ist Thema des Tages. Mein Name ist Nico und Freunde, es ist Wochenende, also zur Feier des Tages. Einmal diesen Kanal abonnieren. Los geht's! Die dritte Liga läuft schon und heute beginnt dann auch die zweite Liga. Und wenn ihr Drittliga-Fans seid, dann habe ich gute Nachrichten für euch. Mit Magenta Sport könnt ihr jedes einzelne Spiel der dritten Liga live sehen. Und nicht nur das, sondern auch die Highlights im Einzelspiel, als Konferenz, auf Abruf, einfach wie es euch passt. Und das ist noch nicht alles, Freunde. Wenn ihr Basketballfans seid, so wie ich, dann habt ihr die BeCo BBL, jedes Länderspiel der Basketballnationalmannschaft, sowie die WM, die jetzt gerade vor der Tür steht, außerdem die DEL, FC Bayern TV und vieles mehr. Das alles bei Magenta Sport. Wenn ihr euch das Angebot mal anschauen wollt, findet ihr das in der Videobeschreibung. Und das ist immer noch nicht alles, denn wir verlosen euer Wunschtrikot der dritten Liga. Ganz einfach auf den Link im Pinned Comment euer Wunschteam angeben, eure Größe angeben und dann am Gewinnspiel teilnehmen. Das Ganze läuft von heute an, eine Woche bis zum 2. August. Der ehemalige Weltmeister Daniele De Rossi hat sich seinen Traum erfüllt und bei den Boca Juniors angeheuert. Der Mann, der gerade 36 Jahre alt geworden ist, verlässt die Roma nach gefühlt 14.000 Jahren und ist nun Spieler von den Boca Juniors. Und ja, man kann sagen, dass die Fans begeistert waren. Bei der Ankunft am Flughafen waren hunderte Fans und Medien. Eintracht Frankfurt müht sich zum Sieg gegen Flora Tallinn in der Europa League Qualifikation. Sind wir ganz ehrlich, Freunde, das war reichlich dünn. Vor allem der Chancenverwertung und Mirat Gacinovic, wie immer, zwischen Genie und Wahnsinn, leider das Genie gefehlt. Nach dem Spiel gab Freddy Bobic ein Update, was mögliche Transfers angeht, allen voran Sebastian Rode. Scheinbar ist man sich mit dem BVB einig und man hat sich darauf geeinigt, dass die Eintracht völlig überbezahlt. 4 Millionen Euro mit Boni könnten das 6 Millionen Euro werden für einen Spieler, der durchgehend verletzt ist. Riesendeal. Wie auch immer, bei Martin Hinteregger sieht es so aus, als würde der Transfer sich noch länger hinziehen oder eventuell gar nicht passieren. Was schlechte Nachrichten sind, denn Jesus Vallejo von Real Madrid, ehemaliger Frankfurt-Spieler, der eigentlich der Kandidat sein sollte, wenn Hinteregger nicht kommt, der scheint kurz davor zu sein, in die Premier League zu gehen und bei Wolverhampton anzuheuern. Timo Baumgartel wird den Saisonauftakt heute um 20.30 Uhr vom VfB Stuttgart gegen Hannover 96 in der zweiten Bundesliga nicht miterleben. Also jedenfalls nicht als Spieler, denn er geht zum PSV Eindhoven. 10 Millionen Euro Ablöse und aus Stuttgart hört man, er habe sich den Transfer mit seinen Leistungen um den VfB verdient, was auch immer das heißen soll. Und der VfB hat dann diesen Sommer mit Pavard, Kabak und Baumgartel drei Innenverteidiger für über 10 Millionen Euro abgegeben. Nicht ganz verkehrt. Aus der Kategorie What the fuck? Spanische Medien berichten, dass der BVB mit Barcelona über einen Transfer von Malcolm verhandelt. Yep, denn was der BVB noch braucht, ist sicherlich weitere Flügelspieler. Ich würde mal behaupten, da ist überhaupt nichts dran. Klar, Malcolm kann auch als Stürmer spielen, aber wenn ich der BVB wäre, würde ich mich eher nach einem Stoßstürmer umschauen, statt nach einem Konterstürmer. Bei Nicola Pepe, der Mann, der ja am Anfang des Transferfensters von jedem Club auf der Welt umworben war, geht es scheinbar endlich weiter. Demnach hat Lille vier Angebote akzeptiert. Inter, United, Napoli und einen vierten Verein, den ich nicht kenne. Aber es scheint so, als wäre Carlo Ancelotti und Napoli der Frontrunner auf eine Verpflichtung. Ancelotti äußerte sich gestern dazu. Ich habe Nicola Pepes Berater getroffen und sie gegrüßt wie alle Berater, die nach Di Maro, dort ist das Trainingslager, kommen. Der Verein ist hier, deshalb trifft man sich und bewertet die Optionen, die wir auf dem Markt haben. Er ist ein Spieler, an dem wir natürlich interessiert sind. Die Verhandlungen laufen, alles kann passieren. Der HSV macht es so wie jeder gute Bundesligist, auch wenn sie das nicht mehr sind, und holt einen jungen Flügelspieler aus England, diesmal von Arsenal. Der Mann heißt Xavier Amaechi. Flo, stimmt das so ungefähr? Ja? Und kommt für 2,5 Millionen Euro. Arsenal selbst hat auch zugeschlagen. William Saliba kommt von Saint-Étienne, zumindest zu halb, denn er wird direkt wieder ein Jahr zurück ausgeliehen. Und dann haben wir natürlich das Video des Tages für euch. Ziad Kolasinac. Du kannst den Jungen aus dem Ruhrpott holen, aber den Ruhrpott nicht aus dem Jungen. Und ich weiß, dass er aus Karlsruhe kommt. Gestern wurde er und Mesut Özil in dessen Auto attackiert. Und Ziad Kolasinac, der hat sich gewehrt. Und zwar so richtig. Hier seht ihr das Video. Und ich sag mal nur so viel. Wer so rumtänzelt und so zuschlägt, der macht das nicht zum ersten Mal. Habt ihr das Video gesehen? Nee, leider. Ey, ich kann es euch gleich zeigen. Es ist völlig krass. Der Typ hat eine Machete und der boxt ihn einfach. Wirklich absurd. So, Freunde, das war's für heute hier. Findet ihr Flo's Fakt ist Transfer Spezial. Heute gibt es dann die Flop-Trikots aus der ganzen Welt. Wiederum von Flo und hier ein zweites Video, das irgendjemandem hier besonders gut gefallen hat. Das war's von mir für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, macht's gut.